Einmal im Jahr lädt die Stadt Frankenau zum Waldbegang ein. Mitarbeiter der Kommunalwald GmbH zeigen den Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung des Magistrats den Bürgermeister, was auf bestimmten Kulturflächen zum Beispiel sich getan hat. Diese Waldbegänge werden regelmäßig wiederholt, finden eigentlich jedes Jahr statt und immer eine interessierte Zuschauerschar. In diesem Jahr ging es in die Nähe von Mengershof, wo eine Kulturfläche besichtigt wurde. Boden abgeschnitten, also wenn man sieht, der wird so Knie, maximal hüfthoch, den können die Pflanzen ziemlich schnell überwachsen und der ist dann ziemlich unschädlich. Es gibt aber noch eine nordamerikanische Variante, die bei uns manchmal vorkommt, den Adlerfarn. Der kann fast mannshoch werden, der ist tatsächlich schon ein Problem. Haben wir jetzt hier auf den Freiflächen aber nicht. Können wir auch gerne mal rumgeben lassen. Ja, ich kenne ihn. Die Jünger auch? Nee, nee, die kennen das nicht mehr. Ich brauche ihn nicht. Ach du, Stefan kennt den auch. Weiß jemand, was das hier ist? Springkraut. Genau, das ist Springkraut und zwar das indische Springkraut. Ist eine, wie der Name schon sagt, auch eine eingeschleppte Art, ist von Imkern eingebracht worden als Blütentracht. Funktioniert auch wunderbar, verbreitet sich auf den Freiflächen auch rasant, eben durch diese Springsamen, die sind jetzt noch nicht ganz so weit. Wenn man drankommt, dann springen die auf und dann verteilen sich die Samen in einem ziemlich großen Radius. Das ist eine einjährige Pflanze, das heißt, die geht im Winter kaputt. Die ist jetzt noch grün, das sollte sie eigentlich nicht. Das liegt an den warmen Temperaturen, die wir noch hatten. Die geht dann kaputt und ist für unsere Pflanzen zumindest mal nicht so schädlich im Sommer. Beschattet sie ein bisschen, macht aber auch ein gewisses Innenklima. Also die ist relativ schnell ausgedunkelt. Wenn die Bäume drüber wachsen und machen oben das Licht zu, dann verschwindet die auch wieder von den Flächen. Man kennt das alle. Jetzt gleich weiter. Kennt auch. So, was haben wir hier? Holunder. Genau, das ist der Holunder und zwar der rote Holunder. Woher weiß ich jetzt, dass das der rote ist, obwohl keine Beeren dran sind? Mark. Richtig. Man schaut ins Mark und man sieht, dass das hier rötlich-braun ist. Das ist für den roten Holunder typisch. Der schwarze Holunder hätte ein weißes Mark. Der rote Holunder, man nennt ihn auch Hirschholunder, ist für uns jetzt nicht so schädlich. Der kommt auch auf den Freiflächen verstärkt vor. Wächst nicht ganz so aggressiv wie der schwarze Holunder, der wäre ein bisschen aggressiver. Und beschattet uns die Fläche auch ein bisschen und schafft auch ein gewisses Innenklima. Bei der Kulturpflege hat sich da bewährt, den nicht ganz abzuschneiden, wenn der vorkommt, sondern nur so die Seitenäste ein bisschen einzukürzen, damit er so ein bisschen vor sich hinkrebst, aber nicht ganz stirbt. Und wenn man den unten abschneidet, dann kommt der wie ein ganzer Busch, kommt der einfach wieder hoch. Und was haben wir im Garten? Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich den schwarzen Holunder. Ja, ich denke, wir müssten den praktisch immer abschneiden, um zu sehen, ist es ein schwarzer oder ein roter. Wenn Sie die Beeren sehen, dann wissen Sie es. Der schwarze Holunder hat schwarze Beeren. Okay. Der rote Holunder ist auch nicht essbar, soweit ich weiß. Nur der schwarze. Also bitte nicht pflücken. So, was haben wir hier? Eberesche. Genau, Eberesche oder Vogelbeere, ein Pionierbaum, der auch auf unseren Kulturflächen von Natur aus kommt. Den wollen wir ja sogar haben. Wir haben relativ weite Pflanzverbände, die auch erlauben, dass wir von der Naturverjüngung etwas mitnehmen. Pionierbaumart heißt, die wächst in der Jugend sehr schnell. Das heißt, die schießt jetzt auf den Freiflächen, wo sie denn vorkommt, ziemlich schnell oben raus, bildet eine Krone aus, hilft uns die Fläche möglichst schnell zu schließen, dass die Konkurrenzvegetation, sprich das Unkraut, möglichst klein bleibt und wenn sie uns dann in der weiteren Kultur behindert, dann können wir sie immer noch entnehmen und bleibt damit unschädlich, also sogar gewünscht. Dann haben wir hier, was haben wir hier? Himbeere. Die Himbeere, genau. Ist für uns auch nicht schädlich. Die Himbeere steht ziemlich gerade, die rankt nicht, macht uns ein bisschen Schatten, macht ein bisschen Innenklima, aber die Pflanzen sind auch relativ schnell daraus. Sie hat jetzt keine große ausladende, ich sag jetzt mal Krone, keine großen ausladenden Blätter und ist für uns auch eher förderlich als hinderlich. Hat leichte Stacheln, also vorsichtig. Kennst du nicht, ne? Die gebe ich jetzt besonders gerne rum.
Brennnessel kennt auch jeder, genau. Trägt den Kreislauf an. Ist für uns auch nicht schädlich, steht genau wie die, wie die Himbeere einfach so da, macht auch so ein bisschen Schatten, ein bisschen Innenklima. Und ich gebe sie jetzt mal nicht rum. Wer möchte, kann aber gerne zufassen. Ein Stickstoffindikator, die Brennnessel. Genau, ist ein Stickstoffindikator, kommt auf den Freiflächen auch vor, weil durch die Wärme und die Sonneneinstrahlung wird das Bodenleben sehr angeregt, die Zersetzung und die Freisetzung der Nährstoffe wird angeregt. Und dann kommen solche Nährstoffzeiger vermehrt vor. Das indische Springkraut ist zum Beispiel auch so ein Nährstoffzeiger. Was haben wir hier? An den Blättern kann man es gut erkennen. Schauweide. Bitte? Eine Schauweide? Nee. Jetzt will ich auch. Das ist eine Zitterpappel. Genau. Zitterpappel. Ist jetzt nur eine ganz kleine, aber genau, ist eine Zitterpappel. Von uns auch erstmal übernommen als Naturverjüngung und wird dann ähnlich wie, ich gerade überlegen, wie die Vogelbeere später, wird sie dann bei der Pflege entnommen, falls sie schädlich sein sollte. Ansonsten übernehmen wir sie in den nächsten Bestand. Genau. Man sagt ja auch Zittern wie Espenlaub, das ist genau das. Nee, doch, hinter Ihnen steht zum Beispiel auch eine, wenn Sie da mal dran wackeln. Über uns auch? Genau, über, nee. Doch, das könnte aber so ein Bastard sein, oder? Sieht so weiß aus. Gut. Weidenröschen. Genau, das Weidenröschen ist für uns als Forstleute ein Indikator, dass das Gatter dicht ist, dass der Gatterzaun dicht ist. In der Blüte sieht man diese Blütenstände, die jetzt so weiß-wollig ausgefranst sind, die sind dann so richtig magenta-violett. Ziemlich auffällig, sieht man auf den Kulturflächen auch häufig und wird vom Wild sehr gerne verbissen. Deswegen ist das so ein Indikator für Forstleute, wenn man von außen ins Gatter schaut und da steht viel Weidenröschen, dann ist das in der Regel dicht, das Gatter. Und häufig sieht man sie eigentlich auch nur im Gatter, wenn man ehrlich ist. Oder in den Brombeeren, weil sonst schafft sie es meistens nicht zu blühen. Dann haben wir jetzt hier also das ist die Birke. Die Birke kommt auch auf unseren Freiflächen häufig vor, wird von uns auch übernommen als Naturverjüngung, sofern sie unsere gepflanzten Pflanzen nicht beschattet oder bedrängt. Und ist durchaus auch ein Baum, den wir in Zukunft nutzen werden. Hat ein hartes Holz, ist verwendbar, kann man furnieren, kann man Sägeholz draus machen, Möbel draus bauen. Und ein Baum, der in der Forstwelt lange keine Zukunft hatte. Es war gar nicht als Forstbaum angesehen und die Förster haben sie immer bekämpft. Man hat immer den Spruch gehört, weiße Bäume, fauler Förster. Wahrscheinlich wird sich das in Zukunft ein bisschen relativieren. Die faulen Förster oder was? Beides. Die gibt's nicht mehr. Fällt jetzt nicht mehr auf. Ach nee, die Wetterhaule, die essen wir gerne, ja. Dann sagen Sie es. Ja, die Brombeere. Genau, das ist die Brombeere. Die Brombeere macht uns auf den Kulturflächen schon Probleme. Wir werden es auch gleich auf der Kultur sehen. Problem bei der Brombeere, man sieht es jetzt schon, die steht nicht so, sondern die liegt so. Und da ist dann nicht nur eine Ranke, sondern das sind ganz viele. Die bilden dann so ein Netz über den Pflanzen drüber. Die wächst wie Sau. Und durch die Haken kann die sich halt ganz gut überall festhalten, an allen möglichen Pflanzen, an Stämmen, an Totholz, an allem möglichen und legt sich dann so drüber. Und wenn es dann zum Beispiel Nassschnee gibt oder wie wir jetzt hier auf der Kultur haben, da stehen noch tote Fichten drüber, die jetzt langsam abbrechen. Und wenn dann so ein Stamm oder der Nassschnee auf dieses Netz drückt, dann drückt er die ganzen Pflanzen, die wir mühsam gepflanzt haben, auf den Boden. Und die gehen dann kaputt oder sind maximal verformt. Also das ist dann wirklich nicht schön. Ist auch in der Kulturpflege problematisch, denn also das ist wirklich die Pest, hätte ich fast gesagt. Wenn man das durchschneidet, einfach jetzt mit einer Heppe oder so, dann bildet die einfach da neue Wurzeln und dann hat man nachher zwei Ranken geschaffen. Also das ist wirklich nicht so leicht mit der Brombeere. Zwei Pflanzen, die ich noch gerne gezeigt hätte, die ich aber nicht gefunden habe, ist das Klettenlabkraut. Ist auch eine rankende Pflanze, die auf dem Boden liegt. Macht lange Ranken, die sich dann verzweigen, hat keine Dornen, aber eben so mini kleine Widerhaken.
und die kletten halt so an den Klamotten oder auch an allem anderen. Wenn man Kulturpflege mit dem Freischneider betreibt, dann wickelt die sich gerne um den Kopf von dem Freischneider. Ist dann für die Leute, die da arbeiten, ganz besonders ärgerlich und macht viel Aufwand. Und die zweite Pflanze, die ich gerne noch gezeigt hätte, die aber aufgrund der fortgeschrittenen Jahreszeit nicht mehr zu sehen ist, ist der stechende Hohlzahn. Auch eine einjährige Pflanze, die ja, ähnlich wie die Himbeere auf der Fläche steht, macht uns ein bisschen Schatten, macht so ein bisschen Innenklima, das ein bisschen feucht ist und vergeht aber im Winter einfach und behindert uns in keiner Weise. Ich habe schon zur Betriebsleitung gesagt, ich würde die eigentlich gerne sehen, wenn das möglich wäre. Ist aber finanziell nicht darstellbar. Gut. Freischneider so. Ist wie so ein großer Kantenschneider oder sowas? So eine Motorsense ist das. Ja, so eine Motorsense. Genau, also so ein Garten. Richtig, das hat dann nur ein stabiles Messer, ja. Das ist dann kein Faden mehr. Ja, ich meine nicht. Die Pflanzflächen, die kommen dann später oder muss gleich. Muss man Ahorn wirklich pflanzen als Sechseln? Der wächst bei mir als Unkraut. Kann man sich einfach so aufschneiden? Ahorn zu sehen, weiß ich nicht, habe ich noch nie gesehen. Aber der verjüngt sich sehr gut. Haben unsere Kollegen aus dem Forst am Frankenberg, die haben genau das gedacht. Können wir auch mit so einem Thema. Wir haben bei uns im Garten hinten stehen, weiß ich nicht, zwei Ahorn. Ich brauche ja nur hier gucken, da ist ein bisschen was drüber, da sieht es schon ganz anders aus, als da, wo die blanke Sonne hinscheint. Ne? Und hier wächst dann irgendwann ein Baum und daneben vielleicht nicht und dann geht das so wie so eine Amöbe und verbreitet sich der Wald. Ja, aber wenn man hier mal in die Runde guckt, hier ist das Thema Wiederbewaldung im Grunde genommen gelaufen. Also hier sind Bäume da, die es auch schaffen, die sich etablieren können. Die Birken stehen hier schon relativ hoch, die Eiche zieht da ganz gut mit. Überall schauen hier Ebereschen raus, da hinten ist eine Buche, die Fichte kommt hier mit. Also hier ist ein stabiler Mischwald im Werden. Und der vergeht jetzt auch glücklicherweise nicht mehr hier. Also ich glaube, der Pflegeeingriff dieses Jahr war nochmal ganz wichtig. Denken sich zu den Fichten hier jetzt nochmal nächstes Jahr so ein Wachstumsschub, dann ist das meiste hier schon passiert. Ihr seht aber auch drin, dass es bei anderen Baumarten auch anders aussieht. Also die Tanne ist noch deutlich kleiner als hier die Fichte. Wie sieht es denn aus mit dem Wasser? Kniet man sich hin und guckt unter die Brombeeren durch und dann, hier ist eine Tanne und dann, verflixt, geht jetzt die Reihe so oder geht sie so oder geht sie so. Das ist schon sehr schwierig. Wir markieren ja die Pflanzen auf unseren Freiflächen oder seit wir selbst pflanzen, mit Robinienstäben, jede fünfte Pflanze. Das soll einfach den Pflanzern, den Kräften, die nachher pflegen sollen, soll das das Finden der Reihe erleichtern. Sie können sich vorstellen, das frisst auch einfach Stunden, wenn hier einer rumgehen muss mit einer Heppe oder mit einem Freischneider und erstmal die Reihen suchen muss, um die dann später erst freizuschneiden. Das frisst Geld und Zeit, die wir einfach nicht haben. Deswegen investieren wir das bisschen Geld in die Robinienstäbe, markieren die und dann ist das für die Pflanzer deutlich einfacher. Die stehen dann vorne und sagen, da geht meine Reihe lang, dann machen die frei und gut ist. Das ist ganz situativ. Ich gucke mir das Jahr an, wie die Fläche aussieht, wie das sich entwickelt. Wieder die Glas hier, da hinten kommt wieder eine gesehen, eine Tanne, richtig. Die hat sich da schon richtig Trieb gemacht, ja. Da ist die nächste Douglasie und so geht das hier weiter. Ja. Wenn man sich die Vegetation anschaut, sehen wir hier Himbeere, wir sehen das Weidenröschen, das ist genau das, was ich eben sagte. Das ist für uns nicht so schädlich, das schützt sogar die jungen Pflanzen, solange die noch da unten drin stehen, vor der Sonneneinstrahlung, macht durch die Verdunstung, die ständig stattfindet, macht die ein gewisses kühleres Klima. Und schützt die einfach. Was ist der Johannes? Hier, da.